Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben uns aufgemacht in Träume, in unsere Träume, in eure Träume, in Albträume, in irgendwas. Und zwar mit dem Spiel Dreamscape. Aber bevor wir jetzt total abdriften in die schlafwanderische Welt der Träume, starten wir erstmal mit den Namen dann. Dreamscape ist ein Spiel für 1-4 Personen ab 12 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 25 Minuten pro Spieler angegeben. Ist bei Huch auf Deutsch erschienen, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 40 Euro. Und der Autor ist David Auslos oder David Auslos? Ich tippe auf David Auslos, weil es scheint eher ein Niederländer oder Belgier zu sein, tippe ich jedenfalls mal. Wenn ich da daneben liege, sorry, aber ich hätte so aufgrund einiger Sachen in der Anleitung gesagt, es geht so in die Richtung Benelux, sage ich jetzt mal weiträumig. Und wir werden natürlich nicht müde, weil dieses Spiel langweilig ist. Wir wollen ja unserem Fazit nicht vorweggreifen. Aber es ist nicht langweilig. Aber das Thema ist halt Träume. Langweilig? Ja, wir gucken mal, was beim Fazit dabei rauskommt. Naja, schauen wir mal. Aber Thema ist Träume, richtig. Genau. Auch das hier, mal ganz zu Anfang, das ist kein Panzer. Das ist ein Sammler. Ne? Also wenn man jetzt hier vorne noch die Kanone sich dran denken würde, sieht es aus wie ein kleiner Panzer. Nee, der hat da vorne so eine kleine Kralle. Damit kann er irgendwas einsammeln. Wahrscheinlich die Traumsplitter. Wahrscheinlich, das kann sein. Denn wir haben hier unseren Traumspielplan. Es geht darum, dass wir möglichst viele Schlummerpunkte sammeln. Dafür haben wir die umlaufende Schlummerpunktleiste. Und das können wir zum einen machen. Es gibt hier verschiedene Karten. Die haben auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt Schwierigkeitsstufe 1, 2, 3. Und da sind auf der Rückseite oder auf der Vorderseite vielmehr sind hier so bestimmte Formen abgebildet, die wir nachher versuchen, auf unserem eigenen Tableau nachzubauen. Und da kann man hier oben Punkte sammeln, das sind die sogenannten Schlummerpunkte. Immer wenn man so eine Form hier nachgebildet hat auf dem eigenen Spieltableau, bekommt man sofort diese Schlummerpunkte. Und dann dreht man die Karte einfach um. Und wer die meisten Schlummerpunkte am Ende hat gewonnen. Hat man im Spielende allerdings noch Karten offen vor sich ausliegen, die man nicht erfüllt hat, dann bekommt man dafür pro Karte 5 Minuspunkte. Dann gibt es ja noch Traumzielkarten. Auch davon liegen nachher hier oben welche aus. Ja, es sind sogenannte Zielkarten. Das heißt, die kann jeder Spieler erfüllen. Und wer die erfüllt, bekommt die aufgedruckten Siegpunkte. Und das war es eigentlich auch schon. Soweit im Grundspiel. Es gibt dann nachher noch eine kleine Variante. Da kommt nachher der Albträume mit ins Spiel. Und da gibt es dann natürlich auch noch die Albtraumsplitter. Und da gibt es dann für jeden Albtraumsplitter, den wir nachher auf unserem Spielertableau noch liegen haben, 3 Minuspunkte. Weil im laufenden Spiel vielleicht auch noch welche. Wenn wir mit unserem Träumer oder Schläfer, ich bringe die beiden Begriffe. Dem Träumer rüber marschieren. Genau. So viel erstmal dazu. Also es geht darum, Schlummerpunkte zu sammeln. Wie machen wir das? Wir haben hier unseren großen Traumspielplan. Da haben wir 6 verschiedene Orte. Und zu Spielbeginn ist jetzt erstmal so, es gibt hier so, ich sag mal, ja, 2 Kreise, 3 Kreise, 4 Kreise, je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, werden jetzt aus diesem Sack Traumsplitter gezogen. Wir können mal ganz kurz zeigen, es gibt hier verschiedene Farben. Ich habe hier schon mal welche rausgenommen. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Farben. Es gibt die auch noch in Weiß. Die hat Christian da schon gerade eingezogen und die werden jetzt per Zufall aus dem Sack gezogen. Und eurer Spieleranzahl entsprechend, du hast aber gut gemischt, würde ich jetzt mal so sagen. Das soll ich mal, weil ich soll Lotto spielen. Genau. Der Spieleranzahl entsprechend werden die ausgelegt. Jetzt im Zwei-Personen-Spiel werden alle Felder mit 2 Kreisen belegt. Spielt ihr zu dritt, werden natürlich noch die Felder mit 3 Kreisen belegt. Spielt ihr zu viert, wird natürlich auch noch das Feld mit den 4 Kreisen hier belegt. So, die 4 lege ich erstmal wieder dahin. Dann hatte ich ja gerade schon gezeigt, es gibt hier noch die Traumzielplättchen. Die werden einfach zu Spielbeginn gemischt. Und dann werden hier oben auf dem sogenannten Zieltableau werden schon mal 4 offen ausgelegt. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch nachher nochmal. Ich hatte ja schon gesagt, das sind einfach Ziele, die kann nachher am Spielende jeder erfüllen. Und je nachdem, wie und ob er das Ziel erfüllt hat, bekommt man dafür am Spielende dann Siegpunkte. Die restlichen kommen aus dem Spiel. Es gibt nachher noch, wenn man mit der Albtraumregel spielt, die erklären wir euch nachher auch nochmal ganz kurz, da gibt es noch weitere Traumzielplättchen, die aber im normalen Spiel dann nicht mit im Spiel sind. Deswegen habe ich die erstmal rausgenommen. Und ich habe hier auch schon 4 Traumsplitter rausgenommen, denn es gibt hier zu Beginn, wenn man diese Traumzielplättchen aussieht, gibt es welche, die haben so einen grünen Kreis. Und man nimmt von diesen 5 Traumsplittern, die hier mit im Spiel sind, der 6. Splitter, der Albtraum, der kommt ja erst, wenn man mit der Variante kommt, mit ins Spiel. Nimmt man nur diese Farben raus, also einmal grau, braun, also Wasser für blau und Gras für grün und den weißen nicht. Und da verteilt man die jetzt zufällig auf diese grünen Kreise, auf diesem Plättchen. Und die restlichen kommen dann wieder mit in den Sack hinein. Diese Traumkarten, die werden einfach zu Spielbeginn ja entsprechend sortiert nach 1, 2 und 3. Dann werden die Stapel gemischt.
Und dann bekommt zu Spielbeginn, je nachdem, das müssen wir erst nochmal machen, da greife ich dem jetzt schon vor. Wir haben hier nämlich noch die sogenannten Initiative-Marker. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, kommen jetzt entsprechend Initiative-Marker ins Spiel. Das heißt, wir spielen zu zweit. Bei uns gibt es also zwei Initiative-Marker. 3 und 4 kommen somit aus dem Spiel. Auch bei den Bäumen ist es so, es gibt insgesamt, meine ich, 12 Bäume. Und im Zwei-Personen-Spiel nehmt ihr insgesamt 6 Bäume mit ins Spiel. Jetzt kriegt einer zufällig, wird das zugelost. Ich nehme mal die Hand. Ja. Ah, ich kriege wieder die 1. Das heißt, ich bin Startspieler. Und je nachdem, was für einen Initiativmarker man sich gezogen hat, kommt jetzt zum einen der Schläfer. Jeder Spieler hat einen Schläfer in der Spielerfarbe. Ich bin jetzt hier orange, habe auch das entsprechende Spielertableau. Das kommt jetzt auf die Zahl entsprechend dem Ort meinem Initiativmarker. Das heißt, da hinten auf Ort 1 kommt jetzt mein Schläfer und Christians Schläfer kommt auf Ort 2. Ganz kurz, jeder Spieler hat hier auch ein Spielertableau, das ist auch beidseitig bedruckt. Die Rückseite ist dann für die Albtraum-Variante. Da sieht man hier oben schon die Albtraumsplitter, die dann mit ins Spiel kommen und die auch mit entsprechend eingesetzt werden können. Dann hat jeder Spieler noch so eine kleine Kerze, die setzt er hier unten auf das Feld 0. Hier kann man nämlich anzeigen, wie viele Aktionen man in seinem Spielzug schon gemacht hat. Und dann bekommt jeder Spieler noch diese weiße Figur, das ist der sogenannte Träumer. Der bewegt sich nachher hier durch unsere Traumsplitter, die wir da platziert haben. So, und jetzt entsprechend dem Initiativmarker darf man sich vom ersten Stapel hier Karten nehmen. Ich darf mir jetzt nur eine nehmen, weil ich die 1 gezogen habe. Christian darf sich 2 Karten nehmen, darf davon aber auch nur eine behalten. Das heißt, er muss sich eine davon aussuchen. So, ich habe jetzt ja keine Wahl. Ich habe jetzt hier der See in der Höhe und ich erkläre mal ganz kurz. Auf diesen Karten sieht man zum einen hier oben, was man sozusagen hiermit nachbildet. Bei mir ist es der See der Höhe. Hier sieht man, wie viele Punkte ich bekomme, wenn ich diese Nachbildung geschafft habe. Ich muss es auch exakt nachbauen. Das heißt, ich muss hier zum einen einen grauen und einen blauen haben, den grauen unten, den blauen darüber, das gleiche dahinter nochmal. Dann muss ich hier den grünen haben und auf dem grünen muss mein Träumer stehen. Es darf nicht anders aussehen. Das heißt, es dürfen nicht weitere Traumsplitter auf diesen Splittern drauf oder drunter liegen. Drumherum natürlich, aber das, was ich hier nachbilden muss, muss exakt so aussehen, wie es hier aussieht. Und hier gibt es noch eine Sonderfähigkeit. Jede Traumkarte hat auch noch eine Sonderaktion. Die erklären wir euch dann aber gleich nochmal. So, die lege ich jetzt hier offen bei mir aus und die würde ich natürlich versuchen zu erfüllen. Ich habe diese 2. Ich darf mir jetzt eine aussuchen, welche ich nehme. Ich nehme mir die Bärenbucht und der andere kommt unter den Stapel. Genau. Unsere Schlummermarke haben wir natürlich schon auf das Feld 0 der Schlummer-Siegpunktleiste gelegt. Und wir spielen über insgesamt 6 Runden. Das sieht man hier oben auf dem Zieltableau. Da gibt es so einen kleinen, was heißt so einen kleinen, den finde ich aber echt schön. Das ist ein Wecker, passt auch zum Thema. Und der wird hier auf die erste Runde gestellt. Das heißt, der wandert natürlich am Rundenende immer weiter. So, und jeder Spieler hat auch noch so eine, ich sag mal, Rundenübersicht, dass zum einen drauf hier so eine Runde abläuft. Dieses rote 2b ist nur, weil man mit den Albtraumregeln spielt, also mit dem Herr der Albträume. Und es sind hier auch nochmal die Symbole erklärt. Die sind ja zum einen auf diesen Karten zu finden, also auf unseren Traumkarten, aber auch auf den Orten, die sind da auch nochmal erklärt. Gut, und dann können wir erstmal losspielen. Die erste Phase, das Erscheinen, die kommt in der ersten Runde nicht zum Tragen, von daher überspringen wir die jetzt einfach mal. Und die zweite Phase ist dann das sogenannte Reisen. Und beim Reisen ist es so, wir haben insgesamt 4 Aktionspunkte, das sieht man auch hier, die kann man mit unserer Kerze hier markieren. Und Aktionspunkte kann ich zum einen ausgeben, um Traumsplitter zu sammeln. Traumsplitter kann ich natürlich nur da einsammeln, das sind diese hier, das sind die Traumsplitter, wo, an dem Ort, an dem ich stehe. Das heißt, ich stehe momentan an Ort 1, ich könnte jetzt alle 3 Traumsplitter mir dann nehmen, dann hätte ich aber auch schon 3 Aktionen verbraucht. Oder man kann auch zu den anderen Orten natürlich gehen und jeder Schritt zu einem anderen Ort kostet einen Aktionspunkt. Es gibt aber auch noch Sachen, die kosten keinen Aktionspunkt, nämlich zum einen hier die Sonderfähigkeit seiner Karte nutzen. Sobald ich hier, ich nehme jetzt einfach mal diesen Splitter, die Splitter sammelt man nämlich in seinen Händen hier. Sobald ich hier Splitter liegen habe, Traumsplitter, darf ich die nehmen und auf meine Karte legen. Entweder ich parke sie dort, denn alle Splitter, die ich zum Rundenende hier noch auf meinen Händen liegen habe, die muss ich abgeben, das heißt, die gehen ja weg. Ich könnte jetzt hier einen Splitter auf der Karte parken oder, was natürlich sinnig ist, dann auch gleichzeitig hier noch die Sonderaktion dann mit nutzen. Das kostet keinen Aktionspunkt, das kann ich in meiner Runde machen, aber natürlich jede Karte, die ich habe, jede Sonderfunktion nur einmal. Was man auch mal machen darf, jeder Ort hat auch eine Sonderaktion, das sind die gleichen, die auf den Karten drauf sind. Mit der Ausnahme hier vom König der Träume, diese Sonderaktion gibt es auf den Karten nicht. Aber alle Sonderaktionen ansonsten gibt es auch auf diesen Karten und man kann einmalig in seinem Zug die Sonderaktion des Ortes nutzen, an dem sein Schläfer steht. Das heißt, ich dürfte jetzt die Sonderaktion
von Ort 1 nutzen. Können wir die Sonderaktion ja vielleicht einmal ganz kurz durchgehen. Da an Ort 1 ist es jetzt so, das ist das gleiche, wie haben wir das hier auch gerade hier wie bei dieser Karte. Das ist dieses Symbol hier. Das bedeutet, ich dürfte jetzt einfach einen Traumsplitter aus dem Sack ziehen und den in meine Hände legen. Wenn ich die Sonderaktion des Ortes nutze, muss ich meinen Initiativmarker umdrehen. Und damit ist gekennzeichnet, ich habe schon einmal eine Sonderaktion eines Ortes genutzt und darf es damit diese Runde auch nicht wieder machen. Am Ende der Runde würde der Initiativmarker wieder umgedreht werden, sodass ich in jeder Runde eine Sonderaktion eines Ortes nutzen kann. Was man auch noch kostenfrei machen kann, sind die sogenannten Schlüsselbewegungen. Die zeigen wir euch dann aber auch nochmal gesondert. So, ich habe jetzt ja wie gesagt 4 Aktionspunkte und ich würde jetzt natürlich gucken, was brauche ich hier für Traumsplitter, um meine Karte auch zu erfüllen. Und das passt eigentlich ganz gut, wo ich da stehe, von daher nehme ich tatsächlich mal die beiden grauen. Und da vielleicht auch nochmal, man muss auch von rechts nach links wegnehmen, da ist ganz rechts eine Hand aufgedruckt. Das heißt, man kann jetzt einfach nicht sich einen beliebigen Splitter da nehmen, sondern muss tatsächlich von rechts nach links wegnehmen. Also ich kann erstmal nur den ganz rechten grauen nehmen, mich dann entscheiden, den nächsten grauen noch zu nehmen und mich dann entscheiden, vielleicht noch den weißen zu nehmen. Aber ich nehme erstmal die beiden grauen, die packe ich dann in meine Hände. Und da gehst du mit der Kerze und springst 2 Schritte nach vorne. Das heißt, 2 Aktionen hast du durchgeführt. 2 Aktionen habe ich durchgeführt. Genau, das wären jetzt meine ersten beiden Aktionen. Und ich hatte ja gerade gesagt, wir können euch jetzt erstmal kurz einmal die Sonderaktion der Orte erklären. Dann können wir euch mal die Sonderaktion da erklären, wo Christian steht. Genau, das bedeutet einfach nur, ich ziehe 2 aus dem Sack und diese 2 Traumsplitter darf ich dann frei verteilen. Das heißt, ich könnte, wenn es interessant für mich ist, 2 Stück zum Beispiel hier hinpacken, auch in beliebiger Reihenfolge. Ich kann aber auch sagen, ich packe nur einen dahin und den anderen dahin. Oder ganz beliebig irgendwo anders hin, da bin ich komplett frei an der Stelle. Genau, einfach nur 2 aus dem Sack ziehen und die an beliebige Orte verteilen. Dann haben wir als nächstes hier den sogenannten wandelnden Turm. Das heißt, diese 6 Orte haben natürlich auch Bezeichnungen. Das bedeutet hier, man darf 2 Traumsplitter aus seinem eigenen Tableau, sag ich mal, aus seiner Karte wegnehmen. Und die packt man dann in seine Hände rein. Und diese Traumsplitter müssen leer sein. Was das bedeutet, sagen wir euch noch. Es kann eben sein, dass zum Beispiel ein Baum draufsteht, dann würde das nicht funktionieren. Oder dass zum Beispiel die eigene Spielfigur drauf liegt, das darf man eben auch nicht. Also die müssen wirklich leer sein. Das ist jetzt anders zu dem nächsten Ort, das ist der mechanische Golem. Da darf man 3 Traumsplitter verschieben. Und zwar einzelne Traumsplitter, egal ob was drauf ist oder nicht. Das heißt, so wie Michaela das jetzt hier gerade hat, sie dürfte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier einen Schritt nach da und ich mache einen Schritt nach da und ich mache den Schritt nach da als Beispiel. Wenn da was drauf ist, macht das nichts. Angenommen, es würde jetzt so aussehen, zack, zack, dann wäre es auch möglich zu sagen, ich verschiebe den ersten so und ich verschiebe den zweiten so. Also da kann man wirklich einiges mit umbauen mit der Aktion. Mhm. Könnte man sogar, auch wenn der Baum drauf wäre, könnte man sogar den Baum quasi hier drauf hieven. Es darf halt immer nur ein Traumsplitter zur Zeit bewegt werden. Dann haben wir hier als nächstes den See des ewigen Sommers. Das bedeutet, man darf an einem Ort die Reihenfolge der Traumsplitter beliebig ändern. Das kann der Ort hier sein. Das kann aber eben auch ein Ort sein, wo ich gerade stehe. Hier macht es wenig Sinn, ehrlich gesagt. Oder eben ein komplett anderer Ort. Ist vollkommen egal. Und dann haben wir halt eben noch hier den König der Träume. Hier ist es so, da darf man dann 6 Karten ziehen von einem beliebigen Stapel und sich eine aussuchen, wenn man will. Und die entsprechend bei sich auslegen als neue private eigene Zielkarte quasi. Genau, wichtig ist dabei nur, man darf wirklich nur einen Stapel nehmen. Man darf sich jetzt nicht 6 Karten hier von verschiedenen Stapeln nehmen, sondern man muss sich die 6 Karten von einem und demselben Stapel nehmen, kann sich die anschauen und kann dann überlegen, ob man eine davon behält. Wenn das natürlich gegen Spielende ist oder wenn die Karten alle nicht so ganz passen, kann man natürlich auch alle wieder weglegen. Genau, das waren die Orte und dann bist du noch mit deinen letzten 2 Aktionen dran. Okay, dann mache ich jetzt mal einfach mit meinem Zug weiter. 2 Aktionspunkte hatte ich jetzt ja schon verbraucht und ich würde jetzt einfach mal die Aktion des Ortes nutzen wollen. Das heißt, ich drehe meinen Initiativmarker um und da darf ich mir jetzt ja einen Traumsplitter aus dem Sack ziehen. Mal gucken, was ich bekomme. Ein braun. Schade, wäre es jetzt ein blauer geworden, hätte ich den nächsten Schritt umsonst machen können. Denn ich möchte jetzt ganz gerne mich bewegen. Ich hatte ja gesagt, man kann Aktionspunkte ausgeben. Entweder man sammelt Traumsplitter oder man bewegt sich hier auf dem Hauptspielplan. Bewegen dürfen wir uns immer nur auf angrenzende Orte, das heißt nicht diagonal. Das heißt, ich könnte jetzt nicht von Ort 1 zu Ort 5 gehen, sondern ich kann nur immer zu den benachbarten Orten gehen. Und man sieht das hier, dass die so durch kleine Kreise verbunden sind. Und ich würde jetzt ganz gerne mal von Ort 1 zu Ort 4 gehen. Das kostet mich dann einen Aktionspunkt. Hätte ich jetzt schon so einen blauen Splitter in meinen Händen gehabt, mache ich jetzt einfach mal so, dann hätte ich das kostenfrei machen können. Ich hatte ja vorhin schon von der sogenannten Schlüsselaktion gesprochen, die man auch immer machen kann, und zwar kostenfrei, die keinen Aktionspunkt kostet. Man sieht hier neben den jeweils ganz links liegenden Traumsplittern immer so ein Schlüsselsymbol.
Und je nachdem, zu welchem Ort ich laufe und welcher Traumsplitter dort liegt, gibt mir vor, ob ich da umsonst hinlaufen kann. Und dazu kommt, ich muss den gleichfarbigen Traumsplitter in meinen Händen haben. Hätte ich jetzt also einen blauen gehabt, und da wäre ja neben dem Schlüsselsymbol ein blauer gewesen, hätte ich diese Bewegung zu diesem Ort umsonst machen dürfen. Ich habe jetzt aber diesen blauen Splitter nicht, von daher kann ich die Bewegung nicht umsonst machen und musste dafür einen Aktionspunkt abgeben. So, jetzt würde ich mir eigentlich gerne blauen Traumsplitter nehmen, aber an den komme ich ja leider nicht ran. Von daher laufe ich jetzt einfach nochmal zu diesem Ort hier. Da kann ich jetzt umsonst hinlaufen, weil da liegt ein grauer neben dem Schlüssel und ich habe einen grauen. So eine Schlüsselbewegung kann man immer nur dann ausführen, wenn man mindestens noch einen freien Aktionspunkt zur Verfügung hat. Das hatte ich ja hier, von daher konnte ich diese Schlüsselbewegung auch noch durchführen. Und dann gebe ich meinen letzten Aktionspunkt aus und nehme mir diesen grünen Traumsplitter. So, jetzt ist meine Reisephase schon zu Ende. Jetzt lege ich mich hin. Und das ist nachher wichtig wegen der Reihenfolge. Und jetzt beginnt Christians Reise. Genau, ich mache erstmal hier diese Aktion von meinem Ort. Das heißt, ich darf zwei aus dem Sack ziehen. Initiativmarker wird auf die Rückseite gelegt. Und dann ziehe ich mal zwei. Und die kann ich jetzt entsprechend verteilen. Ich packe, jetzt muss ich selber kurz überlegen, ich packe den einfach mal dahin und ich packe den auch dahin. So, das war erstmal die Geschichte. Dann sammle ich auch mal ein bisschen ein. Ich nehme mir hier mal einen grauen und einen blauen. Das heißt, packe ich meine Hände, das sind dann zwei Aktionen, genau. Dann gehe ich einmal hier rüber. Ich kann, obwohl Michaela hier war, die hat sich ja schlafen gelegt, auch alles noch machen, was hier möglich ist. Also ich kann einsammeln. Ich hätte, wenn ich jetzt meinen Initiativmarker nicht benutzt hätte, hätte ich auch die entsprechende Ortsaktion machen können. Kein Problem, ich habe die jetzt verbraucht, von daher kann ich es nicht. Und als nächstes sammle ich dann nochmal die zwei hier ein. Das heißt, nochmal zwei Aktionen gemacht. Auch ich liege schlafen. Möchtest du noch, das habe ich nämlich gerade eben auch vergessen, die Sonderfähigkeit deiner Karte nutzen? Ach, das ist jetzt zu spät. Nee, will ich und nicht. Und wenn du schlafen gehst, legst du dich ja auf mich drauf, weil das ja gleich für die Reihenfolge wichtig stimmt, ist. Stimmt, da hast du recht, genau. Das habe ich nämlich gerade auch vergessen. Ich hätte ja noch meine Karte hier nutzen können. Ich hätte auch einfach den Traumsplitter drauflegen können, um ihn dazwischen zu lagern, damit ich ihn am Ende dieser Runde nicht verliere. Weil wenn am Ende der Runde dieser noch hier liegt, dann muss ich ihn halt mit abgeben. Die Sonderfähigkeit muss man nicht nutzen, hätte man aber tun können. Dann hätte ich hier zwei auch aus dem Sack ziehen können und an beliebige Orte legen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, von daher Pech. Und jetzt kommt die Phase Erschaffen. Und in der Phase Erschaffen platzieren wir jetzt unsere Traumsplitter hier auf unserem Spielertableau. Und da gibt es auch Regeln. Und zwar muss jetzt der erste Splitter, da gibt es hier so ein sogenanntes Eingangsfeld, das ist das mittlere in dieser unteren Dreierreihe, da muss der allererste Traumsplitter draufgelegt werden. Und alle weiteren Splitter müssen angrenzend oder auf bereits liegende Splitter draufgelegt werden, es sei denn, es ist schon was drauf. Wenn da schon ein Träumer drauf ist oder ich hätte den hier schon und da wäre schon ein Baum drauf, dann kann ich da weder was drauflegen, noch ich kann was drunter schieben, das geht nicht. Also ich kann die folgenden Splitter immer nur an bereits angrenzende Splitter dranlegen oder auf freie Splitter oben drauf platzieren. So, und ich würde das jetzt mal so machen. Den würde ich hier hinstellen. Und mein Träumer darf jetzt kostenlos diese Traumwelt betreten, aber dann auch nur auf dem Traumsplitter, der hier auf dem Eingangsfeld steht. Das heißt, ich muss ihn jetzt noch nicht setzen, aber ich setze ihn jetzt schon mal hier hin. Und man sieht jetzt auch in dieser Phase, kommen jetzt nämlich diese Sachen, die wir hier auf unserem Splittertableau drauf haben, zum Tragen. Wir könnten nämlich jetzt in dieser Phase, wenn ich jetzt schon weiße Splitter hätte, ich nehme mir einfach mal zwei, für jeden weißen Splitter, den ich hier habe, kann ich meinen Träumer, also diese weiße Figur hier, einen Schritt bewegen. Das heißt, ich kann sagen, ich gebe einen ab und der läuft dahin. Oder ich gebe zwei ab und der läuft bis dahin. Was er darf nicht auf einem besetzten Feld stehen bleiben. Wäre das also zum Beispiel so, müsste ich auf jeden Fall zwei abgeben können, wenn er bis dahin laufen soll, weil er nicht auf dem, ja, mit dem Baum besetzten Traumsplitter stehen bleiben darf. Das kann man mit den weißen Splittern machen. Ich glaube, der war da und der war da, ne? Mhm. Dann, wenn ich einen grünen Splitter, ich kann ihn entweder in meiner Traumwelt hier verbauen oder ich kann einen grünen Splitter abgeben, um mir einen Baum zu holen. Wenn ich mir einen Baum nehme, muss ich den auch sofort verbauen. Das heißt, ich kann ihn nicht für später aufsparen. Den kann ich auf jeden beliebigen freien Traumsplitter drauflegen. Der kann nachher auch schon höher sein, der Traumsplitter. Aber er muss frei sein. Das heißt, ich kann ihn nicht dahin stellen, wo schon der Träumer steht oder wo vielleicht schon ein anderer Baum draufsteht. Immer wenn ich einen Baum setze, bekomme ich sofort Punkte entsprechend der Bäume, die ich schon in meiner Traumwelt stehen habe. Das heißt, jetzt habe ich einen Baum. Das heißt, ich würde einen Punkt bekommen. Würde ich jetzt in der nächsten Runde oder vielleicht im gleichen Zug noch einen weiteren Baum pflanzen, dann würde ich dafür schon zwei Punkte bekommen. Aber man schaut immer, wenn man einen Baum pflanzt, wie viele Bäume habe ich danach und dann bekommt man die entsprechende Anzahl an Punkte dann.
So, ich möchte jetzt aber den Grünen mal dafür nutzen, weil er hier ja für meine Punkte, also für die Erfüllung dieser Karte wichtig ist. Von daher möchte ich den mal dafür nutzen. So, jetzt habe ich noch diesen Braun. Wenn ich den jetzt auf meinen Händen lasse, würde ich den am Ende dieser Phase verlieren, weil am runden Ende müssen wir alles, was auf den Händen drauf ist, abgeben. Von daher würde ich den jetzt einfach mal hier platzieren. Ich kann ihn ja nachher, je nachdem, was für eine neue Aufgabenkarte ich bekomme, auch noch hierüber zum Beispiel mit dem mechanischen Golem verschieben. Oder hier zum Beispiel, wenn ich mir so eine Aufgabenkarte nehme, da ist auch dieses Zeichen drauf, wie beim mechanischen Golem. Also von daher gibt es da Möglichkeiten. Oder ich nehme mit dieser Aktion, mit dem wandelnden Turm, wieder da raus und packe wieder meine Hände. Also von daher, da gibt es da Möglichkeiten. Als letztes haben wir dann hier noch, hier können wir noch zwei gleiche Traumsplitter abgeben, um uns einen beliebigen anderen aus dem Sack zu nehmen. Das heißt, ich hätte jetzt hier zum Beispiel meine zwei grauen abgeben können und hätte mir eine beliebige andere Farbe aus dem Sack nehmen dürfen. Das möchte ich aber gar nicht. Und dann haben wir hier noch in dieser Phase, wenn wir unseren Träumer bewegen, bekommen wir auch noch Punkte oder es gibt noch Zusatzbewegungen. Es ist immer so, wenn der Träumer durch eine Bewegung, sagen wir jetzt mal, ich hätte den weißen, ich möchte eine Bewegung machen, ich gebe den ab, dann kommt er hier auf den braunen. So ein brauner bedeutet immer, dass ich sofort eine Zusatzbewegung habe. Diese Zusatzbewegung müsste ich aber auch sofort einsetzen. Wenn ich sie nicht sofort einsetzen möchte oder kann, verfällt diese Zusatzbewegung. Dann gibt es hier noch, wenn mein Träumer auf ein Bergfeld kommt, ein Bergfeld besteht immer aus mindestens zwei grauen Traumsplittern, wenn er darauf kommt, dann bekomme ich zwei Punkte. Es ist auch unerheblich, ob unter diesen zwei Bergen oder unter diesen zwei Traumsplittern noch was ist, das ist trotzdem ein Berg. Es kann auch noch ein Splitter drauf sein, das ist trotzdem ein Berg, weil in der Mitte diese zwei grauen Splitter sind. Im besten Fall, gib mir bitte nochmal einen blauen von da drüben, ist da vielleicht sogar noch ein blauer drauf. Denn die blauen, das sieht man hier, immer wenn mein Träumer einen blauen betritt oder überschreitet, das gleiche gilt auch für den Berg, ich muss nicht drauf anhalten, es reicht auch, wenn ich auf meiner Wanderung drüber hinwegziehe, bekomme ich schon die zwei Punkte. Und das gleiche ist hier mit dem See, wenn der Träumer darauf landet oder drüber hinwegzieht, für jeden See bekommt er einen Punkt. Und hier hätte ich jetzt ja sogar einen See auf einem Berg, das heißt, wenn der Träumer darauf zieht oder hinwegzieht, würde ich sofort drei Punkte dann bekommen. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Dann muss ich erstmal wieder ein bisschen hier zurück. Die beiden kommen wieder weg. Der war da und der war da. Und mein Träumer stand hier. Der musste ja auf dem Eingangsfeld die Traumwelt betreten. Und einen weißen zur Bewegung hatte ich ja noch nicht. Von daher muss ich den wieder ablegen. So, dann kann ich meine Kerzen hier schon wieder mal resetten. Ich bin jetzt dann mit meiner Gestalten- oder Erschaffenphase durch. Und dann ist Christian noch mit seiner Erschaffenphase dran. Genau, das geht relativ zügig. Ich nehme hier die zwei Grauen, mache diese Aktion. Das heißt, die zwei tausche ich um in einen Braunen. Den braunen entsprechend auf das Start- oder Eingangsfeld von meiner Landkarte wird draufgesetzt. Dann habe ich noch zwei Wasser, die packe ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie hier die Aufgabe ist. Einmal dahin, einmal dahin. Und ich nehme entsprechend meine Figur. Der erste Schritt auf die Landkarte ist ja umsonst. Da lande ich hier auf dem braunen, lasse ihn stehen. Von dem braunen aus dürfte ich ja einen Schritt mehr machen. Das möchte ich aber jetzt an der Stelle gar nicht, auch wenn mir das jetzt, wenn ich es machen würde, einen Siegpunkt bringen würde. Aber hier steht er eigentlich ganz gut, weil das passt entsprechend zu meiner Aufgabenkarte. So, dann hätten wir jetzt Rundenende. Jetzt würde man alles, was man in seinen Händen an Traumsplittern hat, müsste man jetzt in den Beutel zurücklegen. Jetzt werden die Initiativmarker wieder in die Mitte zurückgelegt. Und jetzt schaut man nämlich, wer neuer Startspieler wird. Und zwar ist es derjenige, der auf dem Ortsfeld mit der niedrigsten Zahl steht. Jetzt sind wir hier beide auf der 5, aber Christian liegt oben auf, das heißt, Christian bekommt die 1 und ich bekomme die 2. Und damit geht dann schon die neue Runde los. Und Genau, das heißt. jetzt kommen wir noch zu der Runde genau erscheinen, weil das hatten wir euch noch nicht erklärt, dass diese erste Phase hier erscheinen. Genau, der wird erstmal wieder aufgefüllt, das heißt, überall an die Orte, wo wir es weggenommen haben, wird aufgefüllt, sodass wir jetzt im Zwei-Personen-Spiel wieder überall drei Traumsplitter ausliegen haben. Genau, dann kommt der Wecker eine Runde weiter, das heißt, wir sind jetzt in Runde 2. Dann würde man jetzt, wenn man hier auf seinen Karten, also sagen wir jetzt mal so, ich hätte jetzt entweder den nur hier geparkt, das kann ich ja machen, oder ich hätte die Sonderaktion genutzt, dann hätte ich ihn ja auch geparkt, aber mit der Sonderaktionnutzung noch zusätzlich, dann würde ich jetzt den Splitter, den ich hier liegen hätte, den würde ich jetzt in meine Hände zurückbekommen. Das heißt, den könnte ich in der nächsten Erschaffen- oder Gestaltenphase dann wieder einsetzen. Okay, und damit ist Christian dann Startspieler und läuft mal los. Genau, ich laufe erstmal nicht los, ich bleibe erstmal da stehen, wo ich bin. Das heißt, ich mache mit zwei Aktionen, hole ich mir erstmal die zwei, den blauen und den grünen Traumsplitter. Muss ich hier entsprechend auf die zwei vorrücken mit meiner Kerze und muss mal ganz kurz überlegen. Das sieht alles sehr gut aus an der Stelle. Sieht's? Doch, doch, gefällt mir. Ich nehme aber einfach nochmal
den... Damit für mich nichts übrig bleibt. Oder? Genau, das muss ich ja lohnen für dich. Ganz kurz auch nochmal, ich hatte ja gesagt, eine Schlüsselaktion ist immer umsonst, wenn man den entsprechenden Splitter hat, der neben dem Schlüssel liegt in seiner Hand. Aber wenn in einem Feld, also einem Ort, auch kein Splitter mehr liegt, den Ort kann man auch kostenfrei betreten, weil es da ja keinen Splitter gibt, der jetzt neben dem Schlüssel liegt und vorgeben würde, wie man den Ort sonst umsonst betreten dürfte. Also einen leeren Ort kann man immer umsonst betreten. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Das kann ich umsonst machen. Hier ist beim Schlüssel ein grüner Splitter. Ich habe einen grünen in der Hand. Mache ich umsonst und dann nutze ich ganz normal meinen Initiativmarker, drehe ihn auf die Rückseite und nutze mal die Geschichte hier. Das heißt, ich kriege 6 Karten von einem Stapel. Ich nehme mal den schwersten, die Nummer 3. Nummer 3. Schön. Dann nehme ich mir also mal die 6 Karten. 2, 4, 6. Die kommen erstmal wieder zurück. Und dann schaue ich halt eben, was bei diesen Karten, Anführungszeichen, passen könnte zu dem, was ich wahrscheinlich gleich haben werde. Wahrscheinlich gleich von schon, daher... meine Güte. Und vielleicht, während Christian kurz guckt, man hat jetzt ja schon gesehen, man kann natürlich das, was man jetzt in der Reisenphase machen kann, in beliebiger Reihenfolge machen. Man kann zuerst die Ortsaktion nutzen. Er hätte auch zuerst seine Karte hier nutzen können, also die Sonderfähigkeit seiner Karte. Er hätte sich auch zuerst bewegen können oder hätte Splitter einsammeln können. Also von daher, das kann man in beliebiger Reihenfolge machen. Und ich nehme einfach mal hier die erste, die zweite, die erste, die zweite, die erste. Vielleicht nehme mal die erste. Das ist die erste. Ja. Und dann kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, ich sagte das ja schon auf diesen Karten, also alle Ortssonderfähigkeiten, die wir haben, sind wie gesagt auf den Kartenlauf. Bei diesen Dreierkarten ist, glaube ich, immer diese Aktion, mit der man darf einen aus dem Sack ziehen und in seine Hände legen. Dann hier bei den Zweierkarten, da ist einmal dieser mechanische Golem, die Sonderaktion drauf. Das heißt, man darf hier, ja, ich sag mal, Traumsplitter in seinem eigenen Bereich bewegen. Und da ist dann einmal, man darf auch Traumsplitter hier entfernen. Und bei den Einserkarten ist als Sonderfähigkeit einmal, man darf 2 Traumsplitter aus dem Sack ziehen und die auf beliebige Orte legen. Das ist hier die Traumernte, glaube ich, ne? Ja. Und dann ist hier nochmal einmal, man darf Traumsplitter an einem beliebigen Ort neu sortieren. Das ist hier der See des ewigen Sommers. Und wie gesagt, diese Sonderfähigkeit, die gibt es auf diesen Karten halt nicht. So kann man natürlich auch ein bisschen taktisch vielleicht spielen, je nachdem, welche Sonderfähigkeit man vielleicht gerne haben möchte. Aber man geht natürlich eher doch auf die Splitter, die man vielleicht da schon liegen hat. Genau. So, ich nehme jetzt einmal hier den weißen, packe den da drauf auf die Sonderfähigkeit von der Karte, die ich mir jetzt gerade geholt habe. Das heißt, ich darf einen Traumsplitter aus dem Sack ziehen. Das darf Christian ja auch nur in dieser Phase Reise machen, nachher ja nicht mehr. Und also diese Karte belegen, diese Sonderfähigkeit nutzen. Mhm. Und dann packe ich den da auch nochmal drauf. Das heißt, die andere Fähigkeit, ich darf 2 rausziehen. An beliebige Orte packen. Oh, das passt ja gut. Das ist ja schon mal schön. Dann machen wir das doch einmal so und so. Und ich habe ja noch eine Aktion frei. Das heißt, ich hole mir noch mal so ein und bin dann dort. Gut, dann bin ich ja schon dran. An dem Ort, wo ich stehe, sind jetzt da leider keine Traumsplitter mehr. Die hat Christian netterweise alle mir vor der Nase weggeschnappt. Ich habe jetzt leider auch nichts an meinen Händen hier liegen, denn ich habe ja nichts auf meiner Karte hier gelagert oder die Sonderfähigkeit genutzt. Von daher muss ich einen sauren Apfel beißen. Ich mache als erste Aktion, ich reise zu dem benachbarten Ort. Das heißt, dafür muss ich einen Aktionspunkt ausgeben, weil ich ja keinen Splitter habe, der auf dem Schlüsselsymbol liegt. Dann nehme ich mir als zweite Aktion mal diesen weißen Traumsplitter. Und dann kann ich jetzt aber umsonst in den nächsten Ort reisen, und zwar da oben hin. Das mache ich auch. Und dann nehme ich mir nochmal... Nee, stopp, ich mache erstmal die Ortsaktion dort. Das heißt, ich darf mir einen aus dem Sack ziehen. Mache ich auch. Ziehen wir mal einen Splitter aus dem Sack. Das ist ein grauer. Dann nehme ich mir noch mal die beiden blauen, die da liegen. Das sind schon 2 Aktionen. Und dann nutze ich aber jetzt noch mal die Sonderfähigkeit meiner Karte hier und packe da mal den... Packe ich da tatsächlich... Doch, ich packe den grauen da drauf. Das heißt, ich darf jetzt noch mal 2 aus dem Sack ziehen und die an beliebige Orte legen. Schauen wir doch mal, was da rauskommt. Ich weiß auch noch nicht, was ich als nächstes ziehe. Legt die mal bei mir bitte hin. Und zwar den grünen zuerst, genau, und dann den anderen. Gut, aber ja, du hast dich noch nicht hingelegt. Oh, schön. Ich muss mich auch noch mal hinlegen. Unsere Reisenphase ist ja beendet und dann kommt jetzt die Phase Erschaffen. Und man sieht schon, es geht nicht hier irgendwie im Uhrzeigersinn. Also wenn jetzt mehreren spielt, es geht immer in Reihe der Initiativmarker. Das heißt, Chris hat Initiativmarker 1, wenn jetzt sein Gegenüber Initiativmarker 2 hätte und daneben 3. Also es geht wirklich nach den Initiativmarkern in der Reihenfolge, numerisch, wie sie vor ihm ausliegen. So laufen dann auch die Spielzüge ab. Und Christian ist jetzt wieder auch in der nächsten Phase Gestalten oder Erschaffen der Startspieler. Genau, ich gebe einmal einen grünen in den Sack zurück und hole mir dafür einen Baum. Genau, das ist wieder diese Aktion, die auf dem Spielertableau drauf ist. Die darf man ja auch nur in der Phase Gestalten machen, diese Aktionen, die hier drauf sind. Bewegen oder tauschen oder sich einen Baum holen.
Den packe ich dahin. Wenn ich einen Baum drauf packe, kriege ich ja Punkte. Das ist mein erster Baum, also kriege ich einen Siegpunkt oder einen Schlummerpunkt, je nachdem, wie man es nennen möchte. Dann nehme ich aus meiner Hand einmal diesen hier, packe den dahin und damit habe ich jetzt diese Bärenbucht erfüllt. Genau. Das sieht man hoffentlich. Das sind also drei blaue in so einem quasi Kreis mehr oder weniger. Einmal der grüne Baum oben drauf, ein brauner. Guck mal hier, wir können ja mal ein bisschen hier Höhlen halten. Also Christian hat es hoffentlich erfüllt. Und jetzt bekommt Christian dafür einmal hier oben sind angegeben 6 Punkte. Und jetzt wird die Karte umgedreht und dieser Traumschlüssel, der da drauf liegt, ist jetzt nicht verloren, sondern Christian legt die auf seinen Ablagestapel und auf der Rückseite ist immer die gleiche Sonderfähigkeit drauf wie auf der Vorderseite. Genau. Der Splitter, der da drauf lag, auf der anderen Seite, der bleibt auch hier auf der Seite. Es wäre jetzt was anderes angenommen, ich hätte jetzt hier diesen erfüllt. Und diese wäre schon erfüllt gewesen, genau, würde schon auf der Rückseite liegen. Dann packe ich den drauf und muss halt eben überlegen, welchen nehme ich oben. Also angenommen, das wäre jetzt hier ein blauer und ich hätte jetzt den erfüllt, dann kann ich mich entscheiden, alles klar, ich behalte den blauen oben oder aber ich behalte den weißen oben. Und den anderen müsste man sonst abgeben. Aber man hätte dann auch nur noch, also diese Fähigkeit wäre dann weg von dieser Karte, wenn Christian eine weitere erfüllt und die oben drauflegen muss, dann wäre halt nur noch diese Sonderfähigkeit sichtbar und auch nur noch nutzbar. Aber man kann halt immer die zu oberst vom Ablagestapel liegende Karte kann man halt weiterhin nutzen mit den Sonderfähigkeiten. Dann nehme ich den letzten blauen, den ich habe, den packe ich dahin und das war's schon. Und das war's schon. Okay, dann bin ich ja dran. Ich gebe jetzt hier mal einen weißen ab. Das heißt, ich darf meinen Träumer einbewegen. Der wandert hier hin. Bei grün gibt es leider keine Punkte oder keine gesonderten Bewegungs, dass ich mich noch einmal weiter bewegen darf. Und dann nehme ich meine zwei blauen und packe die mal hier auf die Felsen jeweils drauf, also auf die Steine. Und dann habe auch ich hier, upsala, den See der Höhe, wie man hier sieht. Ich habe zuunterst zwei graue, ich habe da den grünen, ich habe da zwei blaue drauf und mein Träumer steht auch an der richtigen Stelle. Von da habe ich die Karte erfüllt und dafür bekomme ich jetzt auch 6 Punkte. Und was du gerade eben gar nicht gemacht hast, du darfst ja noch nachziehen. Oh, ich darf ja noch nachziehen. Und zwar, das ist auch eine coole Geschichte, und zwar entsprechend der Zahl des Ortes, wo man steht. Das heißt, ich darf jetzt 6 von einem beliebigen Stapel nachziehen. Michaela darf nur eine nachziehen. Mhm. Und ich nehme mal aus dem mittleren Stapel. Nicht nochmal aus dem Dreierstapel? Nö. Das heißt, es ist nämlich eigentlich auch immer so, wenn man eine Karte weiß, man erfüllt vielleicht eine, macht das schon Sinn, dass man vielleicht vorher sich noch zu einem Ort bewegt mit einer höheren Zahl. Denn wie Christian schon sagt, dann hat man eine höhere Auswahl. Ich habe jetzt leider, ich stehe an Ort 1 und darf damit nur eine Karte nachziehen, weil es danach geht, an welchem Ort man steht. Und von daher werde ich mir jetzt einfach mal, ich nehme mir mal die oberste Zweierstapelkarte hier, mal gucken, ob die für mich passt. Naja, nicht so richtig wirklich. Und die anderen werden wieder verdeckt drunter gelegt. Und die lege ich dann hier aus und damit habe ich dann eine weitere Aufgabenkarte. Und hier sieht man schon, die werden natürlich auch von der Punkteanzahl nachher wertiger. Durch den Mangrovenwald habe ich hier, da muss ich jetzt dieses Legemuster hier erfüllen. Da muss nachher mein Träumer stehen. Ich brauche hier schon zwei Bäume auf zwei Wasserfeldern und auf dem mittleren Wasserfeld brauche ich noch ein Holz drauf und da soll mein Träumer draufstehen. Dafür gibt es aber auch schon 10 Punkte. Und für die Dreier, ich glaube, du hattest schon einen Dreier, ja, ne? 17, genau. 18 Punkte sowas. Genau, Christian hat hier noch über dem Ozean, da sieht man schon, da wird es noch schwieriger. Da hat er sogar schon hier einen Dreier aus Steinen, den er da bauen muss. Und da müssen auch schon mehr Traumsplitter verbaut worden sein. Dafür gibt es dann aber auch immerhin schon mal 18 Punkte. Aber wie gesagt, man muss sich das überlegen, je mehr Karten man hat, weil für jede Karte, die man am Spieler nicht erfüllt hat, bekommt man ja auch 5 Minuspunkte. Gut, dann sind wir schon wieder am Rundenende angelangt. Das heißt, wir können hier schon mal wieder resetten. Unsere Initiativmarker kommen wieder in die Mitte. Hätten wir jetzt Traumsplitter in unseren Händen, müssten wir die jetzt abgeben. Das haben wir nicht. Wir haben welche auf unseren Karten, die kommen dann wieder in die Hände zurück. Genau, das ist jetzt, quasi. Das jetzt in der Phase erscheinen. Da gehört das auch mit dazu, dass man Traumsplitter von seinen Karten, die man da geparkt hat oder durch Ausnutzen der Sonderfähigkeit hingelegt hat, die bekommt man in dieser Phase erscheinen zurück in seine Hände. Dann wird hier wieder aufgefüllt, das heißt, wir würden die Felder neu befüllen. Der Wecker rutscht eine Runde weiter, wir wären jetzt schon in Runde 3. So, und jetzt würde man wieder gucken, der mit der niedrigsten Ortzahl bekommt den Initiativmarker 1. Das benachweise ich, ich stehe nämlich an Ort 1 und Christian an Ort 6. Und so würde man jetzt die 6 Runden spielen und am Spielende wertet man dann dementsprechend. Man schaut zum einen, was hat man hier an Karten nicht erfüllen können. Das heißt, für jede nicht erfüllte Karte bekommt man 5 Minuspunkte. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal 5 Minuspunkte bekommen. Und dann würde man auch nochmal gucken, diese Zielkarten hier oben stehen. Bei dieser Zielkarte ist es so, der Spieler, dessen Träume am weitesten vom Eingangsfeld wegsteht, der würde 6 Punkte bekommen. So, ich würde jetzt hier genau daneben stehen. Du stehst ja, noch auf dem Eingangsfeld. Aber sagen wir jetzt mal so, ich hätte vielleicht noch
hier gestanden und Christian steht da, dann hätte ich jetzt die 6 Punkte bekommen und Christian nicht. Dann bei dieser Zielkarte beispielhaft, da geht es jetzt um den Traumsplitter, der da drauf liegt, in diesem Fall um die blauen, um das Wasser. Übrigens Bäume, wenn man Bäume auf Traumsplitter draufstellt, die zählen immer dann ja wie ein zusätzlicher Splitter in der entsprechenden Farbe, wo sie draufstehen. Das heißt, Christian hat jetzt hier nicht nur einen blauen, sondern 2, 3, 4, 5 blaue Splitter schon. Das heißt, Christian hätte jetzt hier, deswegen steht ja auch plus Baum, für 5 blaue Splitter würde Christian 6 Punkte bekommen. Er hätte ja eigentlich nur 4, ach, die zählst du dann. Er hätte ja eigentlich nur 4 auslegen, aber dieser Baum zählt halt wie der Splitter, auf dem er draufsteht, von daher hat er da 5. Ich hätte jetzt hier nur 2 blaue Splitter, hätte auch keinen Baum drauf, von daher würde ich nicht mal 3 Punkte bekommen. Das wäre schon sehr, sehr mager. Das gleiche haben wir hier nochmal auslegen für die grünen Splitter. Da wäre das genauso, da würde man gucken, wie viele grüne Splitter hat man. Bäume auf grünen Splittern würden wieder, wie gesagt, die Splitteranzahl um einen erhöhen. Das heißt, ich hätte jetzt nicht nur einen grünen Splitter, sondern 2. Aber auch das würde mir nichts bringen, weil erst ab 3 grünen Splittern gibt das hier Punkte. Und dann gibt es hier noch eine Karte, die wir auslegen haben. Wer hat die meisten erfüllten Traumkarten vor sich ausliegen? Momentan hätten wir beide jeder eine. Das heißt, es wäre Gleichstand. Der die meisten hätte am Spielende, würde dann auch nochmal 6 Punkte dann bekommen. Und wie gesagt, für jede unerfüllte, Christian würde momentan 10 Minuspunkte bekommen. Ich würde momentan 5 Minuspunkte bekommen. Und zum Spielende, bevor es zur Endwertung kommt, vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, hätte ich zum Spielende, jetzt hier, ich sag mal, in der Phase Reisen, hätte ich jetzt hier wieder meine Sachen draufgepackt, weil ich die Sonderfähigkeiten davon hätte nutzen wollen, dann hätte man ganz nach der Phase erschaffen oder gestalten. Das heißt, wenn ich alles erbaut hätte, hätte man die hier auch nochmal runternehmen dürfen vor der Entwertung und die auch nochmal verbauen dürfen. Vielleicht hätte man dadurch ja auch noch eine weitere Karte erfüllen dürfen, dann hätte man das gemacht, aber man hätte dann halt keine Karten mehr nachziehen dürfen. So, dann kommen wir nochmal ganz kurz, wenn ihr mit der Albtraumregel spielt, da baut ihr das Spiel genauso auf, wie wir euch das eingangs erklärt hatten. Nur, dass dieser Herr der Albträume, der kommt zu Spielbeginn hierhin. Der blockiert also schon diese Sonderfähigkeit. Also dieser Ort, diese Sonderfähigkeit, diese 6 Karten können am Anfang nicht genutzt werden. Grundsätzlich ist es immer so, je nachdem, wo er hinzieht, er blockiert immer die Sonderfähigkeit des Ortes und die kann entsprechend nicht genutzt werden. Und dann kommen noch 2 Albtraumsplitter auf die Verbindung zwischen diesen Orten. Und dann kommen auch noch 3 Albtraumsplitter schon mal mit in den Sack. Das heißt, man könnte, wenn man aus dem Sack Splitter zieht, dann auch Albtraumsplitter aus dem Sack ziehen. Und man würde jetzt natürlich, räumen wir ganz kurz ab, mit der Rückseite spielen. Das heißt, man würde mit der Seite spielen, wo dann auch die Albtraumsplitter dann drauf sind. So, ich lege die mal eben wieder einmal so hin. Der kommt dahin. Ist jetzt ja egal, wie es da war. So, und dann wird das Spiel ganz normal gespielt, wie man es sonst auch spielt. Der einzige Unterschied ist jetzt, wenn man reisen möchte, man möchte von einem Ort zum anderen reisen, sagen wir mal, Christian steht da und möchte ganz gerne hierhin reisen. Dann müsste er jetzt erstmal, das mit den Schlüsselaktionen bleibt genauso bestehen. Das heißt, Christian würde gucken, kann ich hier umsonst hinreisen, könnte er jetzt nicht, weil er keinen grünen Splitter in seiner Hand hat. Möchte er also hier hinreisen, muss er den roten Splitter hier einsammeln. Das kostet keinen Aktionspunkt, aber den muss er nehmen. Also immer, wenn man von einem Ort zum anderen reist und da ist ein Splitter dazwischen, muss man den einsammeln. Es sei denn, sagen wir jetzt mal, Christian würde sogar hier noch weiter reisen wollen, dann muss er ihn nicht einsammeln, denn das haben wir noch nicht erklärt. Genau, mehr als 2 von einer Farbe darf man in seinen Händen nicht haben. Genau, das beim gilt Einsammeln. Beim Einsammeln, beim Reisen. Das haben wir nicht erklärt. Immer wenn wir beim Reisen Splitter einsammeln und es wäre der dritte Splitter der Farbe, den ich einsammeln wollen würde, darf ich den Splitter nicht nehmen. Ziehe ich einen aus dem Sack in der Farbe, das heißt, würde ich jetzt vielleicht noch einen grünen nachziehen, weil ich vielleicht diese Aktion von Ort 1 dann nutzen würde, wo ich einen beliebigen aus dem Sack ziehen dürfte. Das wäre kein Problem, dann dürfte ich den behalten. Aber beim Reisen darf man nie mehr als 2 gleiche Splitter der gleichen Farbe in seiner Hand haben. Das heißt, hier dürfte jetzt Christian, der würde einfach das ignorieren, weil er jetzt schon 2 rote in seinen Händen hätte. So, und dann würde am Ende von Christians Zug, sagen wir mal, würde da stehen bleiben. Machen wir das mal so, dass du die gekriegt hast. Ich habe die gekriegt. Wie gemein. Ja, dann haben wir die nach, dann ist besser. Okay. Dann würde jetzt am Ende meines Zuges, der Herr der Albträume, der kommt jetzt an das Feld, wo ich meine Reise beendet habe, aber erst am Ende der Reise. Das heißt, ich kann natürlich noch, wenn ich jetzt hier noch die, während meiner Reise, kann ich ja auch die Sonderfähigkeit eines Ortes nutzen, das hätte ich natürlich noch machen können, aber am Ende meiner Reisephase, da kommt jetzt der Albtraum, die Albtraumphase, wird der Herr der Albträume auf das Feld gestellt, wo ich meine Reise beendet habe. Ich lege mich ja schlafen, weil meine Reisephase ist zu Ende und jetzt blockiert er dieses Feld.
Und jetzt muss ich einen Albtraummarker nehmen und den auf einen dieser beiden Verbindungspunkte. Hier war ja eigentlich gerade schon einer. Das heißt, der wäre jetzt eigentlich schon da gewesen. Jetzt würde ich einen nehmen aus dem Vorrat und würde ihn auf das andere Feld legen. Und dann würde Christian loslegen. So, und jetzt bin ich ja gereist. Chris hat ja gesagt, es wäre jetzt hier bei mir passiert. Und jetzt muss ich, jetzt habe ich keine Wahl, wenn ich die nicht loswerde. Ich kann sie nur loswerden, wenn ich drei rote Splitter habe. Dann kann ich die gegen einen beliebigen anderen aus dem Sack tauschen. Dann werde ich sie los, ansonsten nicht. In der Gestaltenphase muss ich diese Albtraumsplitter auf mein Spielertableau legen. Und jetzt ist es so, diese Albtraumsplitter dürfen auf nichts anderes draufgelegt werden. Da darf auch selbst nichts draufgelegt werden. Das heißt, da darf ich keine Bäume draufstellen. Mein Träumer allerdings darf drauf ziehen und darf auch drüber wegziehen. Tut er das aber, bekomme ich für jeden Albtraumsplitter, auf dem er landet oder über den er hinwegzieht, bekomme ich minus einen Punkt. Genau, das ist hier oben angezeigt. Ich darf auch diese Albtraumsplitter nicht nutzen, um sie auf meinen Karten zu parken oder um die Sonderfähigkeit der Karten zu nutzen. Auch das geht nicht. Aber ich könnte natürlich hier mit dieser Aktion, mit dem wandelnden Turm, kann ich natürlich, wenn ich zwei Plättchen hier runternehme, kann ich natürlich auch sagen, ich nehme die runter. Das heißt, hätte ich jetzt vielleicht in einer Runde den hier eingesammelt, weil ich dahin gereist bin, stehe jetzt hier und nutze diese Ortsaktion, dann könnte ich natürlich diese hier runternehmen. Und dann könnte ich natürlich in der Gestaltenphase, wo ich diese Aktion ja hier nutzen darf, könnte ich dann natürlich diese drei abgeben, um mir einen beliebigen anderen aus dem Sack dann zu nehmen. Habe ich am Spielende noch Albtraumplättchen auf meinem Spielertableau liegen, bekomme ich pro Albtraumplättchen, was ich hier noch liegen habe, 3 Minuspunkte. Und das ist echt ganz schön bitter. Das tut weh. Das tut richtig weh. Genau, ansonsten ist alles gleich. Der Herr der Albträume blockiert halt Felder und es wird halt schwieriger, sich zwischen den Orten zu bewegen. Das heißt schwieriger. Es ist halt nicht so attraktiv, weil man halt ein rotes Albtraumsplitter einsammeln muss. Aber wenn man das häufiger gespielt hat, wobei wir haben die Albtraum-Variante nur zweimal gespielt, aber ich finde, es klappte trotzdem ganz gut. Mhm. Also ich finde, wir hatten, also ich glaube, es hatte keinen, doch ich hatte im ersten Spiel, hatte ich glaube ich mal einen Splitter hier. Da habe ich aber auch vergessen, dass man dafür 3 Minuspunkte und nicht nur einen Minuspunkt bekommt. Den Minuspunkt, den einen bekommt man ja nur wegen der Bewegung. Das hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen verdrängt und von daher fand ich das nicht so schlimm, einen Splitter da zu haben. Aber ansonsten sind wir die auch ganz gut wieder losgeworden, diese Splitter im Spielverlauf. Ansonsten haben wir das Spiel jetzt insgesamt 6-mal gespielt und ich würde mal sagen, dann können wir mal zum Fazit kommen. Ja, wobei wir es immer nur zu zweit gespielt haben. Genau, das müssen wir auch dazu sagen. Okay, dann fange ich mal an. Als ich das Spiel ausgepackt habe, muss ich sagen, hatte ich sofort Lust loszuspielen, weil das hat mir optisch echt schon mal total toll gefallen. Alleine diese Spielfiguren, die hier mit dabei sind, dieser Schläfer, der so eine Kerze hat, so eine Nachtmütze, die er aufhat. Es ist alles aus Holz. Auch der Herr der Träume, den finde ich, der ist auch ganz witzig gemacht, so ein bisschen gruselig. Dann, dass es hier so einen Wecker gibt als Rundenzähler. Also ich finde, das ist thematisch, sieht es echt schon mal total ansprechend aus, hat mich sofort angesprochen. Ich hatte wirklich Lust loszuspielen. Zur Anleitung muss ich allerdings sagen, ich finde, die hätte besser geschrieben sein können. Also es ist wirklich gut bebildert, das Material ist auch gut geschrieben, der Aufbau auch. Aber als es dann darauf ging, was wir letztendlich machen, das ist ja eigentlich nicht viel. Man hat hier drei Phasen, die man macht. Die erste Phase gibt es ja in der ersten Runde auch gar nicht. Es geht ja gleich los mit dem Reisen dann. Auch das ist eigentlich wirklich nicht schwer. Man hat ja noch so eine Kurzübersicht hier. Aber da ist die einzelnen Phasen, sind nicht nochmal genauer beschrieben. Und in den einzelnen Phasen kann man schon ein bisschen mehr machen. Gerade auch beim Reisen. Ich sag mal gut, dieses Einsammeln der Traumsplitter und zum anderen Ort reisen, das ist nun schnell verinnerlicht. Aber es gibt dann ja auch noch Sachen, die man ohne Aktionspunkte machen kann. Und da ist zum Beispiel, was wir auch noch nicht gesagt haben, diese Schlüsselaktion, wenn man die macht, die darf man nur machen, wenn man auch noch einen Aktionspunkt feiert. Das heißt, wenn man jetzt schon alle seine 4 Aktionspunkte ausgegeben hat und man überlegt sich, okay, ich werde gleich in meiner Gestaltenphase, werde ich eine Karte erfüllen können. Von daher ist es vielleicht noch sinnvoll, wenn ich zu einem Ort gehe, damit ich mir nachher auch mehr Karten von einem Stapel ziehen kann. Das geht dann halt nicht mehr. Also das muss man wirklich dann verinnerlicht haben. Das haben wir, also im ersten Spiel meine ich noch nicht so gleich und selbst im zweiten, dritten Spiel waren das so Sachen, die wir noch nicht gleich verinnerlicht hatten. Und ich muss auch sagen, dieses Gestalten, dieses Aufbauen, okay, das hier finde ich jetzt ist noch einfach, weil da muss ich in der geraden Reihe bauen. Aber ich habe im ersten Spiel echt Probleme gehabt, diese Sachen so teilweise nachzubauen. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, ob ich dieses räumliche Vorstellungsvermögen nicht so habe, ja, keine Ahnung. Für. Ja, okay, ich bin eine Frau, ich kann das nichts dafür, einfach. Danke. Das ist ja, oh, hallo? Das sind wieder 5 Euro gefährliches in die Terrain, ich wollte gerade sagen. Also von daher, ich weiß nicht, ob es da an mir liegt. Ich hatte auch eine Karte, ich weiß, es war sogar im letzten oder im vorletzten Spiel. Da hatten es, wie gesagt, schon 5-mal gespielt. Und trotzdem, ich musste hier einen grauen und einen braun haben. Und dann war ich eigentlich so weit und hatte schon diese Aktion, hupsala, dass ich nur noch 2 verschieben wollte. Und dann stelle ich fest,
Die beiden sind ja komplett verkehrt rum. Wieso habe ich den da liegen und nicht da? Die hätten so rumgemusst. Also das ist echt manchmal so ein bisschen verzwickt. Diese Sachen werden ja nachher auch je, ich sag mal, vom Schwierigkeitsgrad natürlich auch mal schwieriger. Und dann ist es auch so, auch hier mit dem Anliegen, wie muss ich das? Ich musste die Karte teilweise schon so drehen und wenden. Also es war für mich jetzt nicht so ganz einfach. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sowas bei euch ist. Habt ihr das Spiel schon gespielt? Geht es euch da auch so oder sagt ihr, das ist gar kein Problem, mit sowas komme ich immer gut klar? Hier zum Beispiel sieht man ja schon der Berg des ewigen Baums. Hier muss man, ja, das geht eigentlich auch noch, weil die da grau sind, viele graue hintereinander. Aber ich weiß nicht, also ich habe da häufig beim Bauen dieser, ich sag mal, Abbildung, die man hier machen muss, habe ich da häufig ein Problem gehabt. Wie ja, gesagt, vor allem, wenn du sie auf den Kopf baust. Ne? Also man muss sie nicht so bauen, wie sie abgebildet sind, sondern man kann sie in sich ja auf seiner Landschaft drehen. Und wenden, wie man will. Und dann kann es natürlich manchmal wirklich so sein, dass man einfach die falsche Perspektive hat. Und dann die Karte, die Zielkarte, sage ich mal, so hindrehen muss, dass sie dann nachher zum eigenen Tableau passt oder eben andersrum. Ne? Genau, also von daher, das hat mir eingangs auch nicht gesagt. Ich hatte ja gesagt, man muss zwingend das hier, was hier drauf ist, auf jeden Fall belegen. Aber man kann es natürlich in jede beliebige Richtung drehen. Und wie Christian schon sagte, je mehr man nachher hier drauf hat, man bekommt neue Karten dazu und man guckt vielleicht, okay, wie kann ich das, was ich jetzt hier habe, verschieben, damit ich die neue Aufgabe erfüllen kann. Das wird dann natürlich auch noch so ein bisschen tricky. Man kann das ja auch dadurch dann, dass man ja auch dann Ebenen verschiebt. Ein Plättchen darf man immer verschieben, das was drauf ist, immer mit runternehmen, mit diesem Golem da, solange natürlich der Herr der Albträume nicht draufsteht, wenn man mit dem spielt. Also von daher, das wird natürlich nachher noch schwieriger, da muss man immer sich vorstellen, wie kriege ich das hin, schaffe ich das noch bis zum Spielen, das zu erledigen. Und wie gesagt, das war im vierten oder fünften Spiel, wo ich dann gesehen habe, eigentlich war ich schon ganz gut drin. Am Anfang war ich echt manchmal ein bisschen frustriert, weil ich gedacht habe, baue ich das jetzt richtig, baue ich das jetzt nicht richtig, ich musste die Karte echt so drehen und wenden. Also es war schon manchmal so ein bisschen frustrierend. Und wie gesagt, in dem Einspiel, wo ich dann hinterher festgestellt, ich habe diese blöden beiden Traumsplitter, die habe ich verkehrt rumgelegt. Warum sehe ich das erst jetzt? Also da habe ich auch gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Von diesen Zielplättchen gibt es auch noch ein paar mehr. Und da war auch eins dabei, das haben wir auch nicht so ganz. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Hier genau, das ist dieser Pfad. Und hier ist auch wieder dieser Baum drauf. Da gibt es bei uns auch so ein unterschiedliches Auslegungs-, ich sag mal, wenn wir das auslegen würden. Christian würde es jetzt so auslegen, ich sage es mal, wir hätten jetzt hier vielleicht den grauen drauf, das heißt, es zählt für die grauen Plättchen, wer den längsten grauen zusammenhängenden Pfad gestaltet hat. Und so ein Baum bedeutet ja eigentlich immer, dass dieses Plättchen, also dass man eins mehr, das heißt, hier hätte es nicht nur einen grauen Traumsplitter, sondern zwei. Hätte ich jetzt aber keine weiteren, wäre es meines Erachtens kein Pfad, weil ich ja hier nichts in einer Linie auslegen habe oder in einer Schlange, wie auch immer man es auslegen mag. Und von daher, hier steht aber plus Baum, das heißt, eigentlich zählt der Baum zusätzlich. Von daher wäre da auch die Frage, ist ein Plättchen schon dieser Pfad? Das heißt, wenn ich zwei habe und Christian hat keins, passt, ist es da schon erfüllt? Also das ist irgendwie nicht so ganz eingängig. Ansonsten, hier ist es einfach die meisten Splitter, die Bäume klar, das wäre dann logisch. Also jeder Baum auf dem entsprechenden Splitter zählt ja wie einer mehr. Hier wäre es die meisten Splitter von dieser Farbe, in dem Fall vielleicht die grauen und so weiter. Also da gibt es ja auch noch einige Traumsplitter, einige Zielkarten mehr. Aber wie gesagt, das hier war uns auch nicht so ganz klar. Und ansonsten mussten wir, wie gesagt, trotzdem auch immer einiges nochmal nachschlagen, weil es da halt so einige Kleinigkeiten gab, die man halt dann doch nochmal nachlesen musste. Und da finde ich, hätte die Anleitung echt einen Ticken besser geschrieben sein können. Ja, oder so eine Kurzübersicht von den einzelnen Zügen. Wenn du am Reisen bist, darfst du nicht mehr als zwei von einer Sorte da haben. Genau, das kam ja auch noch mit dazu. Wenn alle Aktionen verbraucht sind, darfst du die Schlüsselfunktion nicht nehmen. Also so die Hard Facts, sage ich mal, auf einer kurzen Übersicht. So wie das auch mit den, also man hat ja diese Übersichtskarte, da sind ja die Orte beschrieben, was man da machen darf. Mhm. Also diese Symbole sind quasi nochmal näher beschrieben. Und sowas dann nochmal für die einzelne Phase. Was darf ich beim Reisen, was darf ich beim Gestalten? Das hätte schon geholfen, weil so musste man immer wieder in die Anleitung reinschauen. Und das, da ich sie nicht vorgelesen habe, hatte ich da auch echt Probleme, das zu verinnerlichen. Ja, und das sind auch so Kleinigkeiten, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man, wenn man reist und dann einsammelt, dass man wirklich dann dran denkt, wenn ich schon zwei habe von der Farbe beim Einsammeln, darf ich halt keinen dritten dann mehr nehmen. Ne? Wenn ich ihn wiederum aus dem Sack ziehe, darf ich. Also es sind halt so Kleinigkeiten und die haben wir am Anfang teilweise noch so ein bisschen vergessen. Ist einfach so, obwohl wir ja auch Vielspieler sind und ja auch mit komplexeren Spielen letztendlich klarkommen. Ja, aber hier haben wir das dann irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ob es dann nur an der Anleitung liegt, keine Ahnung. Also wir haben das Spiel, ich kann ja schon mal meinem Fazit vorweggreifen, mir hat es trotzdem, dass ich jetzt so Probleme hatte und dass ich auch frustriert war mit diesen Legen, wie gesagt, vielleicht liegt es ja auch nur an mir, hat es mir trotzdem echt Spaß gemacht, weil
dieses Zusammenpuzzeln, das finde ich echt total schön. Wie wandere ich hier? Wo laufe ich? Wo kann mir mein Gegner? Wo will der hinlaufen? Wie nutze ich die Sonderfähigkeiten der Orte? Und wo stehe ich auch, wenn ich jetzt hier eine Karte erfülle, dass ich da vielleicht bei einem Ort stehe mit einer höheren Zahl, damit ich mir von einem Stapel auch mehr Karten nehmen kann? Also ich finde das ganze Thema finde ich total toll. So vom eigentlichen Ablauf, was man hier macht, finde ich es auch gut. Nur wie gesagt, von der Anleitung sind wir halt nicht ganz so schnell reingekommen. Und das, denke ich mal, hätte schon mit einer besseren Anleitung, glaube ich, schon wäre es besser geglückt. Ansonsten, es ist hier ja auch viel auf den Spielertableaus drauf, auch wo man Punkte bekommt nachher, wenn man, ich sag mal, in der Gestaltenphase seinen Träumer bewegt und dass man in der Gestaltenphase jetzt noch zusätzlich das hier machen darf. Also von daher, es ist letztendlich alles drauf, aber irgendwie ist es nicht so gleich bei uns angekommen. Also es hat bei uns schon gehakelt. Es war jetzt nicht so, wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel bei Maracaibo, obwohl das ein umfänglicheres Spiel war, lief es gleich flüssiger von Anfang an. Finde ich jedenfalls so gefühlt. Also hier waren so Kleinigkeiten, die hat man dann doch vergessen. Und irgendwie hat es dann so ein bisschen gehakelt. Also von daher, es lief nicht gleich flüssig bei uns. Ansonsten finde ich es auch nett, dass da noch so eine kleine Variante mit dabei ist. Da habe ich auch gedacht, als wir es mit reingenommen haben, habe ich gedacht, okay, das wird ja schon richtig heftig, wenn ich hier jedes Mal so einen Splitter einsammeln muss. Begrenzt auf 2 natürlich in meinen Händen und den dann aber auch immer verbauen muss und der am Spielende dann nochmal -3 Punkte kriegt, wie kriege ich den denn weg? Aber wie gesagt, wir haben das jetzt 2-mal mit der Albtraumregel gespielt, insgesamt haben wir 6-mal zu zweit gespielt und das war trotzdem ab dem ersten Spiel lief es, aber man wusste schon, okay, man kann hier, man kann ja dadurch Plättchen entfernen und man kann letztendlich ja auch, wenn ich jetzt 2 in den Händen hätte, könnte ich jetzt ja auch, wenn ich jetzt noch 2 graue dann hätte, könnte ich auch sagen, ich gebe 2 ab und nimm mir einen roten aus dem Sack, sofern noch ein roter natürlich drin sind. Es sind ja am Anfang nur 3 rote drin. Und dann hätte ich ja gleich schon die 3 roten, die ich abgeben könnte für einen beliebigen. Also von daher, da gibt es Mittel und Wege. Und dann war es doch nicht ganz so schlimm. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, dass wir damit gespielt haben, okay. Aber es kommt dann natürlich so der Fakt hinzu. Ich hatte in dem einen Spiel, musste ich unbedingt noch was umgestalten. Dann hat Christian irgendwie ständig, bewusst oder unbewusst, war irgendwie hier. Und dann konnte ich die Sonderaktion nicht nutzen und das war natürlich ärgerlich. Und das ist natürlich noch so ein kleiner Ärgerfaktor, je nachdem, wo er steht. Wenn man gerade den Ort dann vielleicht auch als nächstes ansteuern möchte, kann das natürlich sehr störend wirken, dann, wenn man da nicht zum Zug kommt. Genauso mit den Karten hier, also da muss man sich auch genau überlegen. Diese Dreier, die sind natürlich total attraktiv, weil es da viel Punkte gibt. Aber es sind natürlich auch schon ganz schöne Muster, die man da letztendlich erfüllen kann. Und man darf ja zu Spielbeginn sich nur eine Karte von hier nehmen oder je nachdem, welchen Initiativmarker man hat, und eine davon behalten. Und letztendlich bekommt man sonst ja nur Karten nach, wenn man eine erfüllt hat. Dann darf man sich entsprechend der Ortszahl in eine nachziehen. Oder wenn man hier beim König der Träume 6 nehmen darf. Ansonsten kommt man ja gar nicht. Und gefühlt, finde ich, lief das auch immer total schnell. Also diese 6 Runden waren gefühlt sehr schnell rum. Wobei von der Spielzeit haben wir wirklich so schon... Also wir haben auch mal eine Dreiviertelstunde gespielt. Aber häufiger war es bei uns eher so an der Stunde dran. Also dieses 25 pro Spieler, das kommt schon echt gut hin. Weil man doch dann zwischendurch auch mal nachdenkt. 6 Runden sind eigentlich auch ziemlich kurz. Weil so viel macht man ja letztendlich auch gar nicht. Man reist ja, man sammelt das ein und dann gestaltet man das. Also von daher, es hat schon eine Stunde gedauert. Aber es hat jetzt für mich gefühlt nicht... jetzt so lange gedauert, dass ich gesagt habe, okay, eine Stunde hat sich jetzt für mich gezogen. Also von daher, das spricht ja auch schon für das Spiel. Es hat sich nicht wie eine Stunde angefühlt. Es hat sich nicht wie eine Stunde angefühlt, so wollte ich das sagen. Und ansonsten finde ich das echt total schön, was man hier so nach und nach entstehen lassen kann. Es ist auch immer wieder ein anderes Bild, was man hier hat. Dann, dass man gucken muss, wenn man eine andere Karte zieht, wie baue ich das um. Also finde ich wirklich gut, auch wenn es bei uns ein bisschen holprig gestartet ist aufgrund der Anleitung und wir immer noch mal was nachlesen mussten. Trotzdem macht mir dieses Spiel echt Spaß und von daher muss ich sagen, ist es für mich ein gutes Spiel und bekommt von mir 7 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Also die Illustration finde ich total gut. Und da muss man auch sagen, der Autor ist auch selber der Illustrator. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Das hat so ein bisschen Ryan Lockhart-Stil, also unten und oben, nah und fern, so in dem Stil. Und er hat natürlich gewisse Anleihen. Also ich sage mal hier so der See des ewigen Sommers, das erinnert mich persönlich irgendwie an Alice und den Fuchsbau. Also das Loch danach, wo der Hase nicht Fuchsbau. Ich wollte gerade sagen, Ja, eben deshalb. Aber das ist ein See, sowas zum Beispiel. Hier der Tiberium-Sammler aus Command & Conquer, die Halle des Bergkönigs. Also das sind schon lustige kleine Sachen. Wer ist das denn? Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor aus irgendeinem japanischen Comic. Ich kriege ihn bloß nicht zusammen. Ich mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht interpretiere ich das auch nur rein. Also, dass das der Tiberium-Sammler aus Command & Conquer ist, bestimmt nicht. Egal. Das finde ich aber total schön illustriert und dass es sich auch wiederholt. Also zum Beispiel jetzt hier, halt das mal da rein. Man sieht hier halt eben diesen Sammler. Und jetzt steht da oben ja... Der Fels an der Brandung. Genau. Und wenn man sich jetzt das hier unten anguckt, da ist das Wasser, da ist der Fels und hinten dran ist halt eben das Hinterland. Das
spiegelt das wieder, finde ich. Und auch so diese Optik, der Name, und dann ergibt sich auch dieses Bild, das man da bauen soll. Oder hier zum Beispiel über dem Ozean, das heißt eben ganz viel Wasser und man ist so ein bisschen erhöht. Und wenn man sich dann das Bild oben anguckt, da ist noch die Nautilus, die da rumschippert und so. Also das finde ich, das sind extrem viele Kleinigkeiten, die Spaß machen, erkundet zu werden. Oder auch zum Beispiel, dass die Spielertableaus auch einzigartig sind, möchte ich mal sagen. Also meins sieht anders aus als deins. Die Hände sind gleich, aber was hier eben bei diesem Landscape, also bei unserer eigenen Landschaft ist, das ist eben auch unterschiedlich zum Beispiel. Finde ich total schön, dass man da nicht gesagt hat, komm, jeder kriegt das Gleiche, sondern jeder kriegt was anderes. Finde ich eine sehr schöne Sache. Spielmaterial, Bombe. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Auch schon, dass diese Zähler hier von den Siegpunkten, das sind eben so kleine Wölkchen, hat Michaela gesagt. Ich habe das zwar nicht als Wölkchen zuerst erkannt, aber sie sind es. Und der Nachtschläfer hier mit der Kerze in der Hand, er hier, der ist ja irgendwie vom Tag der Toten da aus Mexiko zum Beispiel. Oder das könnte auch Nightmare Before Christmas sein. Mhm. Auch diese Kerze hier zum Aktionsszenen. Genau, es sind so total viele Kleinigkeiten. Die Bäume mal wieder was Neues, der Wecker als Rundenzähler. Richtig schön, die Karten eben auch vernünftig. Alles hier dicke Pappe und so. Also wirklich 1A. Das auch hier, die Traumsplitter, also da kann man echt nichts sagen, finde ich total genial, finde ich, also das ist wirklich Top-Qualität, sehr, sehr schön. Vom Spielen her, als wir gestartet haben, habe ich auch total Lust darauf gehabt, also A, die Story fand ich gar nicht schlecht, so wir sind in der Traumwelt, wir holen uns Traumsplitter und basteln uns halt eben unsere eigene Landschaft, da hätte man natürlich auch andere Sachen machen können thematisch, aber das funktioniert, das ist okay und ich mag so dieses, ich habe eine Aufgabe, die muss ich zusammenpuzzeln, das mag ich total gerne. Also zum Beispiel, als wir Katakombenkuben gespielt haben, habe ich mich total drauf gefreut, auch wenn das Spiel mich nachher noch nicht so geflasht hat. Oder von früher Ubongo 2D und 3D und hast dich gesehen. So Sachen mag ich echt gerne, auch wenn das jetzt hier nicht so verzwickt ist, weil man, es sind ein paar Plättchen, aber das Problem ist halt eben, man muss sie sich besorgen, man muss sie eben so hinlegen, dass man sie überhaupt auch hinlegen kann, weil man darf ja immer nur an einen ranlegen. Mhm. Also von daher, es ist schon ein bisschen tricky. Downtime war bei uns gefühlt sehr unterschiedlich. Also ich hatte schon einige Phasen, wo Michaela echt lange überlegt hat, sag ich mal, und ich relativ zügig hintereinander weg meine Züge gemacht habe. Und das kann eben auch schnell kippen, weil dann sind wir in der letzten Runde, ich habe genau den Plan, alles klar, ich muss dahin, 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 hol mir das, das und das und dann gewinne ich das Spiel. Passt. Und dann ist Michaela natürlich vor mir dran, weil irgendwie gefühlt macht sie das ja immer. Und Rums nimmt mir das eine Plättchen weg, den einen Splitter weg, den ich genau gebraucht habe, damit diese ganze Kette funktioniert. Und dann sitzt man da und denkt, oh verdammt, jetzt spiele ich hier eine halbe Stunde mit dem Ziel. Und sie macht mehr oder weniger so nebenbei, als ob sie mal kurz so, ich laufe und sie streckt so ihr Bein raus und ich stolper da drüber. So nebenbei, so einen kleinen Tätscher dran. Und dann versaut sie mir in Anführungszeichen das ganze Spiel. Das war bei dem einen Spiel echt frustig, da war ich total genervt. Weil das hast du 2-3 Mal in dem Spiel gemacht. Und aber ich nicht glaube, mit Absicht. Ich glaube nicht mit Absicht. Nein. Das finde ich ja noch schlimmer. Wenn du es mit Absicht machen willst, dann kann ich ja damit leben. Also aber nur ich kann so, sagen, ich habe nie auf deine Zielkarten geguckt. Ich habe nie geguckt, was du brauchst. Echt? Nein. Ich schon ab und zu bei dir. Echt? Ja, doch. Ach. Doch, wenn ich wusste, du brauchst viel Blau, dann bist du wieder blockiert über irgendwas. Oder so. Doch, doch. Ach, ja, aber mich hier, ne? Nein, nein, ja, deshalb sage ich, wenn du es mit Absicht gemacht hättest, hätte ich da ja kein Problem mit. Dann ist das ja okay. Aber so einfach so, weil sie das einfach gemacht hat, weil es in ihren Plan reinpasst. Aber nicht um mir zu schaden, sondern für sich selber. Und dann rums und dann sitzt du da und denkst, oh verdammt, was machst du jetzt? Und da, gerade wenn man halt eben so gegen Ende so diese großen Teile hat, da gibt es nur alles oder gar nichts. Also entweder man erfüllt es, kriegt fett viel Punkte, marschiert nach vorn, oder man erfüllt es nicht, kriegt 5 Minuspunkte und hat vor allen Dingen diese 18, 20 Punkte von der Karte nicht bekommen. Und dann ist das Spiel gegessen. Also wenn man das nicht schafft, vorbei. Und wir hatten auch andersrum mal eine Phase gehabt, da habe ich, glaube ich, relativ am Anfang eine große Karte gemacht und habe dann Karten nachgezogen und immer so, oh, ja, die habe ich schon erfüllt, ja, zack, nochmal genau. 5 Punkte. Oh, die habe ich auch erfüllt, zack. Ja. Das war total gut. Da musste ich nur so 1-2 Sachen verstellen und habe dann sofort wieder eine neue Karte Das war richtig bei dir so ein Lauf, ja. Genau, das waren alles einer Karten, die ich dann nachgezogen habe und die passten echt gut da rein. Und trotzdem habe ich das Spiel mit einem Punkt verloren. Aber egal. Also, es macht total viel Spaß. Downtime kommt echt drauf an, wie die Situation ist, mal ja, mal nein. Mhm. Material top, Spielspaß top. Ich finde auch so mit einer Stunde so ein Spiel zu zweit, das ist für einen Abend mal, weil es ist nicht so das Kennerspiel, dass man jetzt wirklich so viel Hirnschmalz, aber man muss schon überlegen, ich habe ja im Prinzip nur 4 Aktionen pro Runde. Wie verballere ich die am besten, um eben das Optimum für meine Zielkarte rauszukommen, wenn das denn mein Plan ist. Was man ja auch machen kann, ist, man kann ja auf diese generellen Zielkarten gehen, habe ich auch mal versucht. Weil wenn man alle erfüllt, hat man so im Schnitt, sage ich mal, 24 Punkte. Das ist schon nicht schlecht.
auch wenn das hier bis 100 geht oder 99 Punkte, wir waren eher immer so in dem Bereich, so zwischen 40 und 60. Das maximal hatten wir mal hier. Genau, also dass wir da hinten rausgekommen sind, nein. Relativ langes Fazit von mir. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde es optisch ein Burner, absolut. Und ich hätte Bock, das jetzt auch einfach weiterzuspielen, auch wenn wir es, wir können es jetzt gar nicht weiterspielen, nochmal eine neue Runde zu spielen. Und von daher, ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel und ich gebe 8 Punkte dafür. Mhm. Ist ja auch, wie du schon sagst, habe ich auch gar nicht, dieser Zufallsfaktor, was du damit drin hattest bei dir, ne? Ich hatte in einem Spiel auch mal, da habe ich auch 2, 3 Karten gezogen und dann war per Zufall auch eine da, die passte ganz gut, ja. Da musste ich nur eine Sache umbauen. Also von daher ist das hier auch ein Zufallsfaktor. Und was man auch machen kann, was ich natürlich auch gesagt habe, auf diese, ich sag mal, Sonderfähigkeiten der Karten gehen. Ne? Ja. Weil ich habe gerne diese Sonderfähigkeit hier genutzt. Wenn man dann noch eine Karte bei sich auslegen hat, hier aus dieser Zweier-Schwierigkeit, wo man es auch nochmal nutzen kann, ist natürlich nicht schlecht. Und was man auch nicht vergessen darf, hier muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wenn ich jetzt hier schon was drauf liegen habe und ich erfülle vielleicht gleich die nächste, dass natürlich einer dieser beiden Traumschlitter dann auch verschwindet. Mhm. Ob man das dann wirklich noch nutzt in dem Moment, weil der Traumschlitter dann vielleicht auch weg ist. Also was auch immer. Und die Fähigkeit dann natürlich damit auch dann verschwunden ist, weil eine neue Karte oben drauf kommt dann. Ne? Von daher auf jeden Fall ein rundes Spiel. Und ich würde es auch eher jetzt in die Kategorie Kennerspiel einsortieren. Ja, aber man muss auch sagen, also zu zweit hat es echt cool funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie sich das mit mehr als zwei Leuten anfühlt, muss ich ehrlich sagen. Es sind ja nachher auch mehr Splitter. Es sind mehr Splitter da, was dir aber nichts nützt. Du hast ja trotzdem nur die 4 Aktionen. Ja. Du kommst ja von rechts, gehst dir nach links. Also so viel mehr Auswahl, sag ich mal, ist nicht da. Und ich glaube schon, dass da die Downtime schon hochgeht. Bis ich dann selber wieder am Zug gehe, hat sich der Plan wahrscheinlich schon so viel verändert oder ja, wird sich definitiv verändert haben. Mhm. Von daher, mit einem Zwei-Personen-Spiel ist es echt von mir zu empfehlen. Und für den Preis von bummelig 40 Euro finde ich das total angemessen. Also Preis-Leistung ist auch eins. Ja. Daumen hoch. Ja. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Dreamscape. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns wieder drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.